Hey Freunde, wir sind wieder da in Graz-Gähren. Dieses Mal Thorsten, mein Schwager, meine Frau, alle mit dabei, mein Neffe und die Snowboards. Ich werde nämlich dieses Jahr das erste Mal snowboarden. Keine Ahnung, ob das gut geht, aber ich glaube, das wird lustig. Schauen wir mal. Ich nehme euch dann auf jeden Fall mit auf die Piste. Heute geht's richtig ab. Heute geht's richtig ab. Schauen wir mal. Also ich bin echt gespannt. Also ich melde mich dann, wenn es dann richtig losgeht. Okay. Ich komme nicht mal mehr hoch. Mit dem Lenken habe ich noch nicht so raus irgendwie. Wie stehe ich jetzt am besten auf? So wie du bist. Ja, aber ich komme ja. Ich komme hier gar nicht vor. Also, wenn du an dem Wendepunkt bist, jetzt hast du dich nach vorne verkantet. Ja. Du musst schauen, dass du in diese Kurvenlage wieder reinkommst. Hey Thorsten, ja? Läuft die Kamera eigentlich noch? Ah, ja. Aua. Die läuft noch. Hey Leute, das ist gar nicht so einfach, ey, wie ich mir das vorgestellt habe. Gerade sah das noch ganz gut aus. Aber irgendwie. Jetzt, ich wollte in die andere Richtung lenken, das hat irgendwie nicht funktioniert. Deswegen hat es mich geschmissen. Wenn du so seitlich stehst und es da den Berg runter geht, dann musst du halt dein Gewicht nach vorne und dann musst du schauen, dass du dich so drehst. Ja. Andersrum auf die andere Seite. Also du musst immer wieder, du darfst nicht auf die Kante überspringen, weil du warst auf der vorderen Kante nicht, und deswegen bist du gestürzt. Genau, du darfst nicht von der Kante jetzt berg runter auf diese Kante, dann haut es dich so um. Weil du bist ja so gefahren. Das Schlimmste ist, wenn du nach vorne so einstichst. Ja, die haut so um. Ja, der bremst sofort. Ja, das habe ich gemerkt. Du bist ja so gefahren rückwärts auf der Kante. Da musst du schauen, dass du so wieder normal aufs ganze Brett kommst und dann auf die andere Kante verlagern. Mit Gewichtsverlagerung und dein Körper ein bisschen mitdrehen. Aber versuch, wenn du merkst, nach vorne auf die Knie zu landen. Ich wollte ja gerade andersrum lenken. Du bist ja voll eingestochen, weil du... Ja. Du bist nach vorne eingestochen. Ja, das ist... Hey, aber ich bin schon mal ein paar Meter gefahren. Komm, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Ja. Geradeaus fahren und bremsen, mehr will ich erstmal gar nicht. A rich man will. Also, ich stehe dann so drauf, gell? Und der Lift, wo ist der? An meinem Arsch, oder was? Ja, schau dir. Also nur hinter und vor der Kante, so kannst du lenken. Scheiß drauf. Ich probiere das einfach aus, wird schon schief gehen. Jetzt muss ich halt bloß noch bis ganz hoch kommen.
Oh nee, weißt du, jetzt bin ich auch noch hier. Ah, das hat doch so gut funktioniert. Scheiße. Boah, da vorne, hey, da habe ich gedacht, Junge. Ja, ja, lass ihn fahren. Ich weiß. Ja, ich weiß auch nicht, was da gerade los war. Jetzt fahren wir das runter und dann geht es nochmal von vorne los. Boah, Alter. Was macht er denn da? Hey, hey, servus. Sorry. Ich hab keine Kontrolle mehr gehabt kurzzeitig. Hey, ich wollte irgendwie so drehen, da war ich auf einmal nur aufs Hotel. Da denke ich mir so, es geht mir jetzt auf einmal. So vieles, was ich neu lernen muss, weißt? Ja, ich kann auch nicht alles. Die Kurve fällt mir extrem schwer. Also nach rechts, dass ich hier auf der Seite bremse, kann ich überhaupt nicht. Weißt, mit dem Gesicht zum Schnee, das kann ich gar nicht. Nee, kann ich auch nicht. Boah, das ist einfach unnatürlich für mich irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Boah, ich scheiß mir schon ein bisschen ein da vorne, gell? Also es ist schon... Wir sind da gerade eben runtergefahren. Ja, ich weiß, aber... Nichts denken, wir sind gerade runtergefahren. Ey, gestern... Ich war da oben auf dem scheiß Berg, weißt du, und hier scheiße ich mir in die Hose. Ja, manchmal gerät das alles ein bisschen außer Kontrolle, weißt du? Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Ich hab grad eben so Speed drauf bekommen, gell? Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Alter. Boah. Ich sag's dir. Klappt's bei dir? Das macht schon Spaß. So von hinten, aber so wippen geht, aber nach vorne komme ich noch nicht. Manchmal gerät es bei mir ein bisschen außer Kontrolle. Bei mir auch, da muss ich halt dann fahr ich einfach geradeaus den Berg runter. Ja. Dann bremse ich. Gerade vorhin habe ich gebremst. Dann ist mir das passiert. Vorne eingestochen. Also ich gehe dann später an den anderen Schlepplift. An welchen stehen? Ja, für die Kinderding, weißt du? Weil, weißt du, die Leute, die fahren hier so gestört runter. Thorsten, ich fahr mal kurz an dir vorbei, gell? Also, ich versuch zumindest, pass auf deine Hände auf. Kannst du nichts garantieren. Nein, nein. Habe ich voll das Problem.
Hey Matze! Diggi! Das eine Stück, da hättest du mich fast zerlegt, Alter. Ja, aber geil. Ja, ja. Hey Thorsten, was machst du da? Oh Mann! Weißt du, was ich gerade komisch finde? Wenn mein rechter Fuß vorne ist, funktioniert es irgendwie besser. Oh. Das hat jetzt gerade richtig weh getan. Hier ist auch brutal hart. Boah, Alter, mein Arsch. Das war schön das Steißbein, hey. So, Freunde, das war's jetzt für mich. Ich hatte es gerade so auf den Arsch gelegt. Mir tut so der Arsch weh, mein Steißbein. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich lasse es jetzt bleiben für heute, bevor mein Urlaub komplett für den Arsch ist. Dann sage ich schon mal, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei dem, was ich hier da fabriziert habe. Und ja, vielleicht kann mir der ein oder andere noch ein paar Tipps geben, auf was man da achten muss. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinne, ja, Kanal abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen. Und ja, das war's von mir. Ich bin raus. Bis dann, meine Freunde. Ciao. So, ihr zwei. Und wie war's für euch? Gut. Geil. War gut. Hat Bock gemacht, ja. Thorsten ist ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gefahren. Aber vorhin hat er mal so einen Move hingelegt. Da habe ich mir gedacht, okay, geil. Es kommt schon wieder. Ja, also wie gesagt, bei mir ist jetzt Feierabend. Mein Arsch tut weh. Aber ich glaube, nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, fahre ich nochmal. Wer ist dabei? Auf jeden Fall. Leute. Jo. Geil.